Wir haben halt auch gutes Aim noch. Ja, wir haben okay Aim, aber nicht gut. Ja, der Junge, der aimt so wie ich. Wahrscheinlich, deswegen trifft er hinten jeden Schuss. Ja, Digga, er hat gerade vier hintereinander verfehlt. 5, 6, 7. Okay, jetzt trifft ihn, lässt du dich treffen, du Lappen. Was für ein, du lässt dich treffen, halt die Fresse. Ja, du hast gerade einfach stehen geblieben. Ich bin gepackt. Ich glaube, die checken. Ich hab Bett! You can't take it back, no. I've got so much left to say. I'll take my words and walk away. Diese Woche war die Aktivität der eingesendeten Clips ein bisschen niedriger als in den Wochen zuvor. Deswegen bitte ich euch nochmal alle, falls ihr noch irgendwelche guten Aufnahmen habt oder so eine gute Szene oder ähnliches, also irgendeinen guten Move oder ähnliches, dass ihr das einfach als unlisted Video kurz hochlädt, also das, den Teil davon rausschneidet und kurz als unlisted Video hochlädt und es im Formular einschickt, damit die Aktivität der nächsten Woche auch wieder steigt. Und wie immer vorab noch so ein paar Infos, und zwar die Clips, die ich jetzt hier zeigen werde, haben keine feste Platzierung. Die Reihenfolge, wie ich diese Clips hier nämlich aneinander geordnet habe, ist einfach komplett zufällig von diesen 5 Clips und das ist keine Platzierung. Ihr könnt jedoch in den Kommentaren abstimmen, indem ihr einfach den Kommentar mit der jeweiligen Nummerierung des Clips einem Daumen nach oben gebt und so könnt ihr in den Kommentaren abstimmen, welchen Clip ihr selber am besten fandet. Es wird auch immer sehr häufig nach dem Texture-Pack gefragt, jedoch kann ich diese Frage selber nicht beantworten, da die Clips nicht von mir sind. Und falls ihr das Texture-Pack oder so wissen wollt, dann müsst ihr euch an die Creator des Videos wenden, denn ich habe selber bei den Texture-Packs keine Ahnung, die werden mir dann nicht gesagt. Ja, der erste Clip ist von Dudo und ich werde danach auch nochmal direkt den zweiten, ohne dazwischen was zu sagen, Clip anhängen, und zwar von Vico, weil das eine ziemlich ähnliche Situation bei den beiden Clips ist. Der dritte Clip ist von Kuh Johnny und zwar ist das aus einem CW gegen Luma Army und er spielt, wie man es unten links sieht, mit MLG Helper. Jedoch werde ich solche Clips auch mit reinnehmen, weil ich es selber, also persönlich, nicht schlimm finde, mit MLG Helper zu spielen, weil es meiner Meinung nach einen keinen PvP-lichen Vorteil gibt und die Leute, die mit MLG Helper spielen, das finde ich eigentlich nicht schlimm. Ich würde es selber aber nicht machen, weil es halt trotzdem immer noch verboten ist. Gut, mal weg. Ja, hat jemand seinen Knockback gesehen? Ach, ganz knapp. Oh, Jonas hat's. Der vierte Clip ist von Alfie, jedoch verstehe ich bei diesem Clip irgendwie nicht, weil man sieht unten, wie er das zum Beispiel irgendwie mit Windows Media Player oder keine Ahnung, was für ein Player er hat, abspielt und diese Szene, also seine Aufnahme, nochmal aufnimmt, genau diese Szene. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendeine Problematik ist beim Cutten, dass man das Cutten irgendwie noch nicht beherrscht oder ich weiß jetzt nicht, also kannst du auf jeden Fall nochmal gerne in die Kommentare schreiben, warum du die Szene aus dem Media Player aufnimmst, wenn das schon eine Aufnahme ist. Und der fünfte Clip ist von Ramon. Ey, ohne Witz, ich versuch das jetzt. Ich ziehe jetzt Rüstung aus und geh da hin. Was? Ich versuch das jetzt, echt. Du bekommst ja eine 10er Pistole. Weil ich ja 25er Pistole bekomme. Alle sind ganz schön. Ja. Ich hätte sogar ganz geschickt die Chest drücken können, ja. Ja, und das war's mit dieser Folge Top 5 Clips of the Week. Ich würde euch, wie gesagt, nochmal darum bitten, dass, falls ihr irgendwie noch einen guten Clip oder eine gute Szene habt, dass ihr die einfach schnell mal über das Formular
einschickt, das ist ganz einfach, ganz schnell ein anderes Video, ist schnell gemacht. Think